Rieses mit der Helden Glanz. Skötters was die Sterne an die Himmelkranz. In die dunkel Welt skein an skein. Jij in jouw klein hoekie en ik in mijn. Meine lieben kleinen Freunde, ich grüße euch da, wo ihr zu Hause seid. Ich weiß, dass manche übers Radio oder Livestream zuhören. Einige sind hier in Südafrika und andere sind in anderen Ländern, weit weg. Wir sind so froh, dass wir heute wieder mit euch sprechen können. Ich habe eine Frage, die ich einen jeden Einzelnen von euch heute stellen möchte. Warum waren die Hirten erwählt während der Zeit von Weihnachten? Warum hat der Herr die Hirten ausgesucht? Ich weiß, dass viele von euch haben Geschichten gehört von Hirten, weil wir sind ja gerade aus der Weihnachtszeit gekommen. Wir wissen, dass Lukas Kapitel 2 ganz wichtig sind während der Weihnachtszeit und wenn wir die Geschichte hören, wie der Herr geboren ist, der Herr Jesus. Und nicht nur in Lukas Kapitel 2, auch in anderen Bibelstellen lesen wir die Geschichte. Es ist unglaublich und wunderbar, dass der Herr diese Nachricht von Weihnachten, diese Geschichte von Weihnachten, diese wunderbare, fröhliche Nachricht Hirten erzählt hat. Da gab es so viele andere Menschen zu der Zeit, aber der Herr hat es den Hirten gesagt. Und ich möchte euch an diese Geschichte erinnern, aus Lukas Kapitel 2. Wir lesen dort, wie die Hirten in der Nacht auf ihre Schafe aufgepasst haben. Die Hirten waren dort auf dem Feld und dann haben die Engel ihnen gesagt, fürchtet euch nicht, ich bringe euch Nachricht von großer Freude. Freude für alle Welt, weil heute ist euch ein Heiland geboren. Ein Retter aus dem Hause David, Jesus Christus. Es ist wunderbar und es ist ganz was Besonderes, weil diese Hirten, die waren dem Herrn treu, die waren gut und die waren nicht in der Nacht beschäftigt mit bösen Dingen. Ich weiß nicht, was geschieht. Vielleicht, wenn ihr nachts mit euren Eltern manchmal im Auto unterwegs seid, dann seht ihr, wie die Menschen Böses tun. Vielleicht kaufen sie Alkohol oder sind beschäftigt mit dreckigen Dingen. Und so war das auch zu Jesu-Zeiten. Dort gab es auch Böses in der Nacht. Und wir lesen auch, dass damals schon Rebellion war und Leute nicht auf den Herrn hören wollten und rebellisch waren. Und so sind auch heute noch Leute rebellisch ihren Eltern gegenüber.
Aber der Herr sah diese Hirten und sah, dass sie treu waren. Und der Herr hat gesehen, Gott hat auf sie runtergeschaut und gesehen, dass sie diese gute Nachricht anderen weitergeben würden. Und Gott wusste, dass diese Hirten diese gute Nachricht weitergeben würden. Und sie würden das sofort tun. Sie würden nicht sagen, ach, ich bin müde, ich möchte jetzt nicht. Nein, sofort würden sie aufstehen und auch anderen diese wunderbare Nachricht bringen. Es ist unglaublich, wie sie sofort gesagt haben, wir möchten auch diesen neuen König sehen. Und schnell haben sie sich aufgemacht, um nach Bethlehem zu gehen. Und als sie dorthin kamen und dieses kleine Baby sahen und alles gehört haben, was ihnen erzählt wurde, dann waren sie erfüllt von Freude und wussten, dies ist unser Heiland, der uns retten wird. Und als sie diesen Ort verlassen hatten, diesen Stall, wo der Herr Jesus in der Krippe lag, dann sind sie zu anderen Menschen gegangen und haben ihnen gesagt, der Messias ist geboren. Jesus Christus, unser Heiland, ist geboren. Und als sie gehört hatten, das, was sie gehört hatten, haben sie gesehen mit ihren eigenen Augen. Das konnten sie den Leuten sagen. Und konnten den Leuten sagen, wir haben diesen Heiland gesehen. Und ihr, meine kleinen Freunde, es ist so wichtig, dass wenn eure Eltern euch Dinge erzählen von dem Herrn Jesus, dann müsst ihr beten und sagen, Herr Jesus, hilf uns, dass wir auch sehen können, dass wir auch den Heiland sehen können mit unseren geistlichen Augen. Und bitte öffne diese geistlichen Augen. Was auch unglaublich ist, dass diese Hirten wie der Herr Jesus waren. Sie waren Hirten. Und der Herr Jesus ist auch ein Hirte, der auf uns aufpasst. Wir lesen in Psalm 23, wie David sagte, Gott, der Herr, ist mein Hirte. Wir werden daran denken und können uns daran erinnern, dass selbst der König David ein Hirte war, der nach seinen Schafen schaute. Und dort, wo David ein Hirte war, wusste er auch, dass der Herr sein Hirte ist. Er brauchte keine Angst haben vor irgendetwas, weil der Herr, weil Gott selbst sein Hirte war. Da sind verschiedene Teile in der Bibel, wo sie uns beibringt, die Bibel lehrt uns, wie der Herr unser Hirte ist. In Hebräer möchte ich euch jetzt nicht genau sagen, wo, aber hört gut zu. In Hebräer
sagt uns die Bibel, wie Gott der gute, große Hirte ist. Und in Johannes lesen wir auch, wie der Herr Jesus unser guter Hirte ist. Und dann lesen wir auch, wie der Herr Jesus der König der Hirten ist. Er ist der größte Hirte unter allen Hirten. Und in Johannes 21, Vers 15 lesen wir, wie der Herr Jesus als Hirte auf uns Acht gibt, uns auch für uns sorgt, uns alles gibt, was wir brauchen. Er füttert uns. Und dann lesen wir auch, wo der Herr Jesus mit Petrus sprach und ihm den Auftrag gegeben hat: Gehe du und sei ein Hirte für meine Lämmer. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die wir vielleicht alle kennen, aber vielleicht habt ihr sie auch vergessen. So, ich möchte euch alle an diese Geschichte erinnern. Dieser kleine Junge, von dem ich euch erzählen möchte, war wie ein kleiner Hirte. Ein guter Hirte. Vielleicht erinnert ihr euch an Mika Schmunk, der hier auf der Mission zu Hause war. Vor kurzem hat der Herr ihn zu sich genommen und es ist für uns noch traurig. Aber er war wirklich ein guter kleiner Hirte. Er hat all seinen Cousinen erzählt, dass sie ihr Herz reinhalten müssen und ihre Sünde bekennen müssen. Er hat das seinen Cousins und Cousinen gesagt, sodass sie ihn wiedersehen werden im Himmel. Erinnert ihr euch noch daran, an die Geschichte? Haltet ihr immer noch euer Herz rein? Ich hoffe, dass ihr das nicht vergessen habt. Er hat auch gesagt, dass wir Gott danken müssen. Wir müssen ihm danken für alles, was er uns gegeben hat. Mein kleiner Freund, erinnerst du dich daran, Danke zu sagen? Vergisst du deinen Eltern zu danken? Vergisst du vielleicht auch Gott zu danken, dass er dir diese Eltern gegeben hat? Er hat auch gesagt, dass wir alles auf den Altar legen sollen. Auf den Altar, sodass wir keine Last tragen und auch keine Sorge tragen. Vielleicht läufst du herum mit einer Last, entweder eine Sünde, die du nicht ans Licht bringen willst, oder vielleicht eine Sorge. Und dieser war nur ein kleiner Junge, 11 Jahre alt. Und die Schäfchen, nach denen er schaute, war seine Familie, seine Cousinen, seine Cousins und die Menschen, die ihn besucht haben.
Jetzt lasst uns mal wieder auf uns schauen. Ihr meine Freunde, wir haben über Hirten gesprochen. Wir haben über den Herrn Jesus gesprochen, der der gute Hirte ist und der über alle Könige ist und der der beste Hirte ist. Und wir haben über Mika gesprochen, der ein kleiner Hirte war. Wisst ihr, dass der Herr Jesus möchte, dass ihr, dass du auch ein kleiner Hirte bist? Und bist du ein kleiner Hirte für den Herrn Jesus? Wie wirst du sehen, ob du ein Hirte bist oder nicht? Wie kannst du das wissen? Du bist noch klein. Vielleicht haben deine Eltern dir eine Puppe gekauft oder vielleicht ein anderes Spielzeug. Vielleicht ein Auto oder ein Auto, vielleicht ein Zug. Und dann bist du auch ein Hirte. Du musst entscheiden, wann du die Puppe badest oder wann du die kleine Puppe umziehst, wie du spielst. Das musst du entscheiden. Und vielleicht hast du jüngere Geschwister und du kannst sie lehren und du kannst ihnen helfen und ihnen sagen, jetzt ist es Zeit zu baden oder tu dies. Und so bist du ein Hirte für deine kleinen Geschwister. Vielleicht in der Schule weißt du, dass du stille sein musst. Und du bist auch stille, aber deine Klassenkameraden, vielleicht sagst du ihnen auch, dass wir jetzt stille sein müssen. Und so bist du ein Hirte für sie. Vielleicht hast du auch Großeltern zu Hause. Und du kannst derjenige sein, der ihnen Essen bringt, der schaut, was sie brauchen. Und so bist du auch ein Hirte. Und selbst in der Gemeinde sind vielleicht viele andere Kinder, denen du zeigen kannst, was gut ist und wie man sich benehmen soll. Und in der Weise kannst du ein Hirte sein. Vielleicht singst du in einem Chor und so kannst du denen, mit denen du singst, und der Gemeinde auch ein Hirte sein. In 1. Petrus 5, Vers 4 lesen wir: Füttere die Lämmer und Schafe Gottes, die unter euch sind, dass so der Herr dich eines Tages erhöhen kann. Jetzt hast du gehört, wie du ein Hirte sein kannst, egal wie alt du bist. Ich möchte dich jetzt fragen, denkst du, du bist ein Hirte, da wo du bist? Bist du ein guter Hirte, da wo du bist? Oder was für ein Hirte bist du? Bist du so ein Hirte, wie die Hirten, von denen wir heute gehört haben? Wir lesen auch von schlechten Hirten, die nur Gutes für sich selber haben wollen und selbst das Beste haben wollen. Das lesen wir auch in der Bibel. Andere Hirten
wollen nur, dass die Schafe, die Menschen, die vielleicht in ihrer Umgebung sind, sie wollen sie nur froh machen und dass sie dann Geld bekommen. Aber der Herr Jesus möchte, dass wir gute Hirten sind, dass wir Hirten sind, die andere Schafe was Gutes bringen, dass sie füttern und sie zu bewahren und auf sie Acht zu haben. Sorgen wir für andere Schafe um uns herum. Und auch die, die über dir sind, die Leiter, die auf dich aufpassen, pass auch auf sie auf, steh auf für sie. Und hilf du auch denen, die in deiner Gemeinde sind. Hilf ihnen, das Gute zu zeigen, ihnen zu helfen, sie zu bewahren. Wenn du weißt, dass du kein guter Hirte warst, dann ändere das heute. Bring das ans Licht. Bitte deinen Seelsorger, mit dir zu beten, dass du ein guter Hirte werden kannst. Das ist eine besondere Geschichte für mich von Mika und auch wie der Herr unser Hirte ist. Und ich hoffe, dass wir das tun, was der Herr möchte, dass wir tun, dass wir gute Hirten sind, so wie er der gute, beste Hirte ist. Meine Freunde, ich hoffe, dass ihr Schritte macht, dass ihr auch gute Hirten werden könnt. Kommt, wir beten. Wir danken dir, unser himmlischer Vater, dass du uns daran erinnert hast, dass wir Hirten sein sollen. Danke, Herr, dass du unser Beispiel bist, unser guter, großer Hirte, und dass wir in deinen Fußstapfen gehen können. Und wenn wir deine Hirten sind, dann müssen wir auch nach denen schauen, die dir gehören. Amen.